Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Ronin. Wir haben in der letzten Folge den Gonzo leben gelassen. Jetzt, so wie er mich anguckt, habe ich das ganz starke Gefühl, dass es eventuell sehr schrecklich schlecht war. Aber er hat uns einen Schlüssel gegeben zu einem krassen Lagerhaus mit irgendeiner seltsamen Vorrichtung, was sich sehr interessant angehört hat. Aber ich weiß nicht, wo dieses Lagerhaus überhaupt ist. Ich wollte ihn nicht töten. Er sagte, er würde mir all ihre Beute geben. Wie leichtgläubig kann man bitte sein? Na, hoffentlich finden wir wenigstens die Passierscheine. Du hast den Schlüssel zu ihrem Lager, oder? Dann lass es uns aufsuchen. Ich glaube, ich weiß, wo es sein könnte. Na los, mir nach! Okay, also hätten wir den Schlüssel eh gekriegt, auch wenn wir ihn nicht umgebracht hätten. Mir hat er nicht gesagt, mir nach? Die haben sicher allerlei Diebesgut angehäuft. Und wenn ich richtig liege, sind darunter auch Passierscheine. Rolle mit Bogen sehen. Oh, kann man das doch einen Bogen bauen? Oh, bitte. Ich brauche einen Bogen, sonst kann ich nichts erschießen. Die Waffe ist zu laut. Du hast also Passierscheine aufgetrieben, was? Mhm. Hast du auch einen für mich? Dieses Stück Papier bringt mich nicht nur durch den Grenzposten. Es ist viel mehr. Es öffnet dem ganzen Land das Tor in eine bessere Zukunft. Eine Zukunft, die ich mitgestalten werde. Ich spüre, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden. Wie wäre es mit einem Treffen in Yokohama? Wir sehen uns dort. Dort gibt es einen Uhrenturm nach westlicher Bauart. Da treffen wir uns. Wenn du mich nicht findest, frag nach Ryoma Sakamoto. Das packst du schon. Also dann, man sieht sich. Also er ist praktisch auf der Seite der Westler. Bindung eingegangen. Die heutigen Spieler, die lieben das mit den Bindungen, gell? Zu jedem muss man ständig irgendeine Bindung aufbauen. verwandte Einträge. Ryoma Sakamoto. Ronin, der früher dem Tosa-Clan angehörte. Er ist entschlossen, die Hand am Steuer zu behalten, wenn Japan seine Häfen für den internationalen Handel öffnet und sucht unermüdlich nach dem richtigen Vorgehen dafür. Er ist liebenswert und aufrichtig, wodurch er anderen schnell ans Herz wächst. Zusätzlich zu seinen Fähigkeiten als Schwertmeister des Hokushin-Itoryo-Schule ist er auch äußerst treffsicher mit einer Pistole, die er als Geschenk von seinem Freund Shinzaku Takasugi erhalten hat. Das ist unser Protagonist hier. Unser Protagonist hat... was ist hier los? hat nichts mehr zu sagen. Ach hier, Tosa-Clan. Ein Clan aus der Shikoku-Region. Der Chozukabe-Clan stellte in der Sengoku-Zeit noch einen Daimyo, verlor dieses Recht aber nach der Schlacht von Sekigahara und wurde zu Beginn der Bakumatsu-Zeit gegen Ende des Shogunats vom Yamauchi-Clan ersetzt. Zahlreiche dem Kaiser treue Samurai aus den unteren Schichten zählen zu den Vasallen der Kozukabe, darunter auch Ryoma Sakamoto. Oh, Yamate, eine Anhöhe in Yokohama, auf der zum Großteil Tempel und Schreine stehen und die nicht mit dem Yamanote-Gebiet in Edo zu verwechseln ist. Aufgrund der Nähe zu Yokohama-Siedlung für Ausländer findet man hier auch einen Friedhof für Nicht-Japaner. Der Friedhof des ausländischen Generals. Ein Friedhof für Angehörige fremder Nationen im Yamate-Bezirk von Yokohama. Er wurde auf Bitte von Commodore Perry hin als Begräbnisstätte für Seemänner gegründet, die auf der zweiten US-Handelsmission nach Japan ums Leben kamen. Seine Bedeutung nahm zu, als die Anzahl der ausländischen Bewohner von Yokohama im späten 19. Jahrhundert wuchs. Hier ruht auch Charles Richardson, ein britischer Händler, der dem Namamugi-Vorfall von 1862 getötet wurde. Warum sind denn die Zahlen immer so dick? Ishikawa.
Ein Gebiet südlich von Kanai, auf der anderen Seite des Kontrollpunkts. Obwohl sich hier viele Wohnhäuser von Kriegern befinden, ist die Gegend von Dieben überrannt, weil es hier keinen Magistrat gibt. Abgesehen von Ackerland findet man hier viele Höhlen und andere Verstecke in der Nähe. Schreine. Ein Ort zur Verehrung einer Gottheit. In den Anfangsjahren dieser Tradition wurde eine kleine Hütte oder ein Altar auf gereinigtem Boden errichtet, um die Gottheit einzuladen. Karakuri, mechanische Werkzeuge oder Puppen, die mit Federn und Zahnrädern betrieben werden. Die Kunst der Karakuri entwickelte sich nach der Einfuhr mechanischer Uhren aus Europa in der Sengoku-Zeit, 15. bis 16. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert entstanden die ersten Karakuri-Puppen, die sofort die Massen begeisterten. Mitte des 19. Jahrhunderts nutzte der Erfinder Ikansai Kunitomo seine herausragende Expertise über Karakuri zu Luftgewehre und Spiegelteleskope zu bauen. Ujo. Das ist unser neuer Freund, Riesen. Gehe Bindung ein und stärke dies, indem du Menschen mit starken Wünschen und Vorstellungen triffst und ihnen interagierst. Wenn du deine Bindung zu Menschen stärkst, erhältst du verschiedensten Segen. Überprüfe den Status unter Bindung. Können wir hier heiraten? Eine typische Frage, oder? Gleitflug, Gleitflug! Während du von einer erhöhten Position sprichst, dadurch kannst du... Oh! 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 Wir haben Gleitflug! Wow! Tschung! 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 Ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich fliege lieber nicht ins Wasser. Wow, ich bin ein Vögelchen. Oh, ich sterbe. Doch nicht. Hi, bedecke deine Blöße, Junge. Wo bin ich überhaupt gerade? Ich bin irgendwo hingeflogen. Also hier fehlt uns noch etwas, noch vieles. Ich würde hier, bevor wir da reingehen, würde ich schon erstmal gern hier das fertig machen. Wir holen unser Pferd. Wie es mich einfach immer Kopfnuss gibt hier. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal schnell zu dem Rest. Ich würde gern, wir können auch erstmal das hier machen. Sorry. Steht da einer oder ist das? Nee, steht gar, was ist denn da los? Ich hab gedacht, hier steht einer. Ist er allein? Komisch, dass ich den Gonzo hab leben lassen. Also scheinbar hätte der uns sowieso hier alles gegeben. Blöd. Naja. Solange ganz. Ne, das sind nur Püppchen. Zeit, Hasen zu beklauen. Ja, du kleiner Hase. Wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten. Wir haben diesen Schrein gemacht. Wo müssen wir jetzt hin? Wo wollen wir hin? Oh, hier ist was. Hier ist ein diesem Bauernhof. Nee, gut oder böse? Ah, die scheinen gut zu sein. Hi! Habe ich nicht gerettet? Endlich kann man was mit den Hühnern mal anstellen. In allen Spielen gibt es nur Hühner, aber meistens kann man nichts anstellen. Hi. Na?
Was ist das und warum schwebt es? Hier ist Blut. Was ist hier los? Ich werde hier noch zum Detektiv. Tierhaut, okay. Nee, darf man nicht hoch. Ja, hätten wir hier fertig. Was ist los mit euch hier? Ach ja, jetzt hat es keine Lust gehabt. Habt ihr das gesehen? Jetzt wollte es gerade nicht zu mir rennen. Ja, halt, halt, stopp. Brr. So, warte mal, ich muss einmal gucken, wo ich hin will überhaupt. Hier waren wir, aber ich würde gern hier hingehen. Was ist, wenn ich hier hochrenne? Oh, Blümchen. Wie bei Elden Ring. Auch alles vom Pferd aus gemacht. Ich müsste nur mal treffen. Okay, jetzt hat mein Pferd keine Lust mehr gehabt. Ich lasse dich mal hier stehen. Ich glaube, hier vorne geht es direkt weiter. Ich habe doch hier irgendwo ein Haus gesehen. Was ist das? Das sieht cool aus hier. Hm, kann ich hoch? Ach ja, hey! Nee, doch nicht. Okay, hier sind überall so... Ach, hier geht's doch zum Schrein wieder hoch. Warte mal. Alles klar. Wir sind voll schnell unterwegs. Dann bin ich schon oben. Ich bin verwirrt, warum kann ich hier hoch? 12 Meter, 11 Meter, 10 Meter. Hä? Wo bin ich? Ach, hier war ich ja schon mal. Schön. Ja, hier habe ich doch angefangen, die Aufnahme. Okay, gut. Da angefangen. Ich finde es schade, dass unser Freund wieder weg ist. Oh! Hier waren wir noch nicht mal. Blumenzwiebel. So, mal gucken. Da hoch wollen wir, damit wir da das Tor aufmachen können. Im besten Fall geht das sogar. Wir stehlen diesen Häschen nicht alles. Auch hier.
alle mehrere Dörfer. Hoch. Oh. Geliebtes Objekt des Cargo-Trägers erhalten. Ja, schön. Ich finde es okay, dass die immer sagen, ja klar, also der darf uns ausrauben. Das ist gar kein Problem. Okay, man darf das einfach nicht aufmachen. Ich komme. Kleines Tier. Ich werde dir was auch immer rausreißen. Es ist weg. Okay. Ich gebe zu, es hat es nochmal geschafft. 66? Waren wir hier schon? Ach, ich glaube hier das... Ja, da waren wir schon. Sollen wir nochmal in den Berg drumherum rein hier? Hier noch irgendwas finden? 66% gerade mal. Also mir scheint ja hier noch echt viel zu fehlen. Wann wird es hier endlich Nacht? Wie viele Höhlen sollen hier sein? Ich wäre jetzt bereit, diese Höhlen zu finden. Darf man nicht hoch? Gar keine Höhle. Könnte noch nicht meine einzige. Auch hier. Feuerwetzstein. Wo bin ich? Ach, hier. Wir könnten noch mal hier hinrennen. Aber dann wüsste ich nicht, wo hier noch irgendwas passieren soll. Da unten ist ein Huhn. Das können wir beklauen. Danke. Vielleicht nochmal ohne Mission dahin. Wir haben jetzt unseren Gleiter. Das heißt, wir können überall runterspringen. Wow. Boah, also das gefällt mir. So, jetzt sind wir nochmal hier, aber es ist halt keiner mehr da, gell? Okay. Auch gut. Hä? Spawnt das einfach immer wieder? Ja, ich glaube schon. Oh ja, das hier ist doch perfekt. Das haben sie doch extra gemacht, dass man hier runtergleiten kann. Okay, jetzt geht's aber los hier. Wow.
nicht hier oben. Kann ich irgendwas machen? Kommt man so an Orte, die man gar nicht erreichen könnte eigentlich? Wieder in Yamate zurück. Sind wir jetzt da oben, wo ich sonst immer hin wollte? Nee. Da! Nein, nein, wo bin ich? Okay, lief super. Lief super, bis es nicht mehr so super lief. Ja, cool. Ich werde jetzt nur fliegend unterwegs sein. Hallo? Hilfe. Habe ich hier schon mal gemacht? Ja, gell? Wo sind sie denn alle? Ach, da. Verdammt, der Rabe hat mich gesehen. Hä? Was ist hier los? Hä? Hi. Oh, mit ihm kann ich reden. Aha. Sofort. No. Entschuldigung. Ehrlich, Uchika-Dama. Weiß ich schon. Samurai-Rüstung. Oh, aufheben. Ich wollte mal schauen, können wir uns jetzt eigentlich umziehen? Wir haben noch einen krassen Krempel. Nope. Einen schicken Hut. Großartiger Schwertheiliger. Münzgewinnung, Verbesserungsdauer, zusätzlich Gegenstand von Gegnern. Karmaverlust. Ich finde eigentlich das hier viel besser. Hm. So. Oh, wir hätten hier einen. Um Gottes Willen, William. Genesungsregeneration, Konterfunke. Lähmungsresistenz 0,3, 0,9. Wir sollten uns mal den Gegebenheiten an... Oh Gott. Verteidigung nachts. Wir behalten mal das hier und versuchen uns mal jetzt ein bisschen anzuziehen wie so ein Schnösel. Na gut, das funktioniert. Oh, guck mal hier. Das ist ja interessant. Komm, wir ziehen uns jetzt mal an wie so ein Schnösel. Das machen wir jetzt mal. Wo sind die Schnöselschuhe? Was sind denn unsere besten Schnöselschuhe? Die hier, oder? Okay. Dann brauchen wir natürlich auch einen Hut, den wir nicht sehen. Also können wir das hier behalten. Und ein Halstuch. Gut, das sieht man ja nicht. Okay. Das ist unser Ausgeh-Dress jetzt. Das fühlt sich so unwirklich an. Sehe ich aus wie ein Sir. Guck mal, wie ich aussehe. Irgendwas war gerade voll laut. Entschuldigung. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich verstehe dich nicht. Ist hier hinten noch was? Hä? Hier ist noch voll das Abteil. Wie komme ich denn da rein? Da muss doch irgendwo noch ein... Aha. Wusste ich doch. Loyalistenschule. Schuhe. Okay, wir haben Schuhe. Wir haben neue Schuhe. Weiße Schuhe. Aha. Ich hätte gern... Jetzt sieht aus wie Turnschuhe. Ich hätte gern schwarze Handschuhe. Ob das mit der Kleidung auch irgendwas ausmacht? So, mehr gibt es hier nicht zu finden, oder?
Also hier drin konnte man ja nicht bis hinten durch. Die haben irgendwie abgeschlossen. Hi. Jetzt hat er nichts mehr zu tun, der Arme. Ja, wie kommt man denn hinten in diese ganze... Wie kommt man denn hinten rein, wenn man hier keine Tür hat? Hä? Okay, so. Das ist ja seltsam. Hier ist ein Tor. Wie geht's denn da hin? Hallo? Hier, dieses ganze Abteil, da kann man nicht begucken. Du hast hier Kisten. Und Töpfe. Haben wir noch was zu finden eigentlich? Waren wir hier schon mal? Ja, das ist doch die andere Seite, gell? Ja, hier waren wir schon mal. Aber nicht hier unten, glaube ich. Oh, hier ist ein Pferd. Lagerhaus entdeckt. Oh. Hier sind noch böse. Okay, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.